Wie immer natürlich hoffe ich, es war eine kleine Inspiration für dich. Diesmal eine etwas schräge Vase, was ich sehr schön finde, weil man wirklich damit spielen kann, was man in die Vase reinmacht. Und sie sieht von jeder Seite anders aus. Ich finde, sie ist sehr schön geworden. Die wird zeitnah in meinem Shop erscheinen. Die kann man also bei mir erwerben. Ich muss sie noch lackieren und innen werde ich nochmals mit dem Sprühlack reingehen. Und dann kommt diese in den Shop. Dann noch zu zwei Fragen in den Kommentaren. Die erste Frage war, woher ich diese Glühlampe oder Glühbirne habe vom letzten Video, von meiner Lampe, die ich gezeigt habe. Das ist eine alte Baulampe, die habe ich im Trödel gefunden. Die kannst du leider so nicht kaufen, vielleicht etwas Ähnliches. Es hat sich einfach angeboten, für diese Lampe das zu benutzen. Es war eine Kurzentscheidung. Dann die zweite Frage war, da hat mir jemand geschrieben, sie hat sehr viel Bambus im Garten und schneidet die regelmäßig, ob ich da eine Idee hätte. Ich habe leider kein Bambus bei mir hier im Atelier, aber ja, ich hätte da eine Idee. Ich habe vor circa 20 Jahren was gemacht. Ich blende dir hier ein Bild ein, wie es etwa ausschauen könnte. Es ist sehr, sehr einfach, es ist sehr, sehr schnell gemacht. Und ich habe ja immer Kurse am Wochenende, 2 Tage oder den Wochenkurs, der jetzt noch im Oktober stattfindet. Da hat es noch 2 Plätze frei. Also wer Lust hat, eine Woche lang sich kreativ auszutoben, sei herzlich willkommen. Und wenn es dich jetzt gepackt hat und du denkst, was für eine coole Technik, aus alten Zeitungen tolle Dekorationen zu gestalten, dann habe ich einen Tipp für dich. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist ein Arbeitsbuch, alles rund um Pulp. Da findest du die Rezepte, mit denen ich arbeite, du findest 10 Inspirationen, alle Grundlagen, um gut zu starten mit dieser Technik. In diesem Sinne, ich freue mich über deinen Kommentar und natürlich über ein Abo und über ein Like. Ich hoffe, dass ich bald die 10.000 erreiche und dann, wie ich versprochen habe, werde ich eine Figur von mir an euch verschenken. Also bitte haut in die Tasten, abonniert diesen Kanal, damit die 10.000 Abonnenten bald erreicht sind und damit mein Kanal von mehr Menschen gesehen werden, die auch kreativ unterwegs sind. Natürlich darfst du dieses Video auch teilen und deinen Freunden weiterempfehlen. In diesem Sinne sehen wir uns sehr bald wieder. Bleib kreativ, umarm deine Liebste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.